Boom. Fuck yeah. Gut. Willkommen zu Ratchatian and Clankian 2 Jahren. Hier spielt wunderschön Ratchet and Clank 2 gerade. Egal. Wir gehen erstmal mit Options. Wir gehen in Danguage, Germanisch. Ganz schnell mal einstellen. Das ist egal. Das passt schon. Vibration machen wir an. Passt. Ups. Okay. Wir drücken auf neues Spiel. Hier habe ich ganz kurz nur getestet. Und los geht's. Willkommen bei Moderne Helden. Heute geht es um das Duo, das Frieden und Ordnung in unserer Galaxie wiederhergestellt hat. Ratchet und Clank. Erzählen Sie uns doch bitte etwas von Ihren neuesten haarsträubenden Abenteuern. Wie Sie sich vorstellen können, hatten wir einiges zu tun. Nach dem Sieg über Drake gab es Paraden, Pressekonferenzen, Festakte. Und Würstchen essen bei R. Ach ja, das. Und dann wurde es wieder etwas ruhiger. Danach waren wir, also... Bei der Eröffnung der Öloase. Genau. Das war letzte Woche. Vor 6 Monaten. Wir haben immer noch viel zu tun, aber eher im, häuslichen Bereich. Gestern habe ich meinen Radiator geputzt. Anscheinend besteht wohl kein Bedarf an Helden. In der Zwischenzeit... Miss Noodlebottom, ich habe ihn gefunden! Sekunden später... Willkommen! Was zum... Abercrombie Fismidget, Gründer der Megacorp in der Burgon-Galaxie. Burgon? Tut mir leid, euch Unannehmlichkeiten zu machen, aber unsere Galaxie befindet sich in einer verwickelten Lage. Ich muss euch um Hilfe in einer Angelegenheit dringbarster Dringbarkeit bitten. Es geht um einen äußerlich gefeierbaren Einsatz von unglaubhafter Schrecklichung. Was redet der da? Also, ich soll zu einem gefährlichen Einsatz in eine andere Galaxie. Unbestritten! Vor einigen Tagen wurde dieses geheime biologische Experiment aus unserem Labor gestohlen. Und zwar von einem kaltblütiglichen Meisterdieb. Und du musst das Experiment zurückbringen. Machen wir. Ach, wir? Clank, mit deiner Zögerlichung habe ich gerechnet. Und ich möchte dir einen Vorschlag hinterbieten. Wir machen dich zum obersten Buchführhalter der Megacorp. Du kriegst eine Penthouse-Suite in Megapolis. Und unsere topmoderne Robomasseuse. Okay. Und du, Ratchet, käufliches Stück. Du musst in absoluter Bestform sein. Auf dem Weg nach Burgon wirst du ein schweres Training unterwandern. Kampfsport, schwere Waffen, Überlebenstraining, Tarnung, Sprinten, Standardtänze und Origami. 2 Wochen später. Mittels bipolarer Vektorverdauung haben wir erfahren, dass sich der Dieb auf einer Flugbasis in Sektor 7 aufhält. Schleicht euch dort ein und berafft mir das Experiment. Sir, bereit zum Start. So, bumm. Jetzt haben sie, glaube ich, auch Sterne im Hintergrund gemacht beim Loading Screen. Ich bin nicht sicher, ob das schon mit Ball 1 war. Ich habe es zwar jetzt erst vor ein paar Tagen gespielt, aber egal. Planet Aranos. Hier spricht Ratchet. Ich nähere mich den Koordinaten 37 Alpha. Viel Glück. Ich zähle auf euch. Verstanden. Funkstelle wird eingeleitet. Ich liebe es. Like. Ich liebe es wie Fist Widget. Fist Widgets. Whatever. Wie er halt redet. Der hat halt ein paar wunderschöne Sprüche. Sagen wir mal so. Okay. Wir sind hier mit Clank hier an. Ich sag jedes Mal falsch. Ratchet. Das Spiel spiele ich, seit ich klein bin. Und ich sage, es ist falsch. Egal. Es ist wunderschön, schon oben die 200 zu sehen, weil man es im letzten Teil nie gesehen hat. Wir können jetzt so rennen und ihr werdet mich höchstwahrscheinlich das ganze Spiel über so rennen sehen. Aber egal. Wir gehen mal hier rauf. Und das Abenteuer beginnt. Ja, ich weiß, wie man Waffen auswählt. Wir haben gleich schon 2. Grafbombe und Lanza. Der Lanza. Uff. Oh, ich bin gehypt. Ich liebe das Spiel so sehr. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ich kann auch das machen. Okay, theoretisch kann ich es machen. Könnte erzielen. Oder treffen. Whatever. Zack. Wir holen sofort alles. Oh, die Bolts sind jetzt auch goldig. Nice Special Effects. Ich war jetzt, mein Onkel hatte Geburtstag in Innsbruck. So, oh mein Gott, jetzt habe ich voll zur Identität rausgegeben mit Datenschutzprobleme. Ich werde jetzt angezeigt, bestimmt. Von der EU. Direkt von der EU.
Wow. Die fliegen auch. Oh mein Gott, wie geil. Die fliegen raus. Nice. Egal. Ich war jetzt in Innsbruck. Immer noch eine meiner Lieblingsstädte. Ihr wisst es zwar nicht, aber es ist immer noch so. Ich hatte verdammt viel Spaß. Wir haben viel zu viel PlayStation 2 gezockt. Spiele, die ich wahrscheinlich irgendwann mal aufnehmen werde. Vielleicht. So. Zack, zack und zack. Alles hier schön ab. Ab. Ja. Okay, wir nehmen alles Geld mit, was wir mitnehmen können. Minimaler Lag. Aber das stört uns nicht. Zack. Tack, 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 tack. Und in Innsbruck, da war ich auch auf einem Flohmarkt hier. So sieht die neue O2-Maske aus. Ich sehe aus wie fucking Bane. What the fuck? Blinzelt er? Ja, okay. Ich guck immer, ob Characters blinzeln oder nicht. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich ein Tick von mir. Gleich das. Auswählen, weil jetzt stört es sich gleich so. Yeah, du kannst Waffe wechseln. Versuche die Gravitationsbombe. Ja, habe ich. Oh Leute. Zack und weg. Auf dem Flohmarkt. Ich liebe Flohmärkte. Ich hasse Märkte, aber ich liebe Flöhe. Deswegen mache ich Flohmärkte. Meine Sicherheitskräfte sind wohl etwas veraltet. Wow, hey, nein, nein, nein. Ich bin nur hier, um den Transfluxor zu reparieren. Netter Versuch. Beste Wünsche an die Megacorp. Mach den fertig. Wow, 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 was ist hier? Wow, 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 beruhigt euch. Hey, hey, wer hat gesagt, dass ich bereit war? Alter, ich war gerade. Ah! Ah! Ich war gerade ganz woanders mit dem Kopf. Okay, wir können es weiter. Ich liebe Flohmärkte. Ich mag es, am meisten Videogames und sowas billiger zu finden, als man sie überall findet. Ich habe jetzt zum Beispiel mir ein Spiel ergattert, was es hier in der Nähe nicht unter 100 Euro gibt und das für 20 Euro. Und ich finde es ziemlich nice. Dazu noch habe ich mir Crack in Time jetzt wieder gekauft. Mal schauen. Und eine Wii habe ich jetzt auch wieder gekauft. Ich habe viel eingekauft. Warte, kann ich irgendwie. Nein. Okay, ich dachte, ich konnte irgendwie ans Gesicht näher ran. Warte. Nope. Nope. Okay. Wii 15 Euro für eine Wii plus 5 Spiele. Und die scheint zu funktionieren. Also, nice. Logisch. Zack, 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 zack. Crack in Time. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. An der PS3 von meinem Dad zumindest. Wenn ich es schaffe. Die Halsabschneider. Wir schlagen alles kurz und klein. Sehr schön. Ich hätte großes Interesse an Ihren Diensten. Sie bringen das Geld, wir bringen die Gewalt. Gut. Sorgen Sie dafür, dass Ihre besten Männer zu diesen Koordinaten kommen. Okay. Wie habe ich das erstmal begonnen? Ja. Ich hoffe, ich schaffe es. Perfekt. Wow. Das war... Ich wollte ein wenig der Kiste Angst machen. Egal. Zack. Vielleicht schaffe ich es, meinen Dad irgendwie zu überreden, dass ich meine PS2 mit seiner PS3 tauschen kann. Weil PS2-Games kann ich hier jetzt ja locker zocken. Aber PS3-Games hätte ich halt ein extra Gerät, um das aufzunehmen. Meine Güte. Das ist super. Dann könnte ich ja Crack in Time auch gleich aufnehmen. Wow. So. Wenn ihr jetzt da links oben guckt, seht ihr, dass da jetzt, also unter meiner Munition, auch ein Balken ist. Ein roter Balken ist, der sich langsam füllt. Wenn ich den voll habe, habe ich den auf der maximalen Stufe. Statt, wie es in Ratchet & Clank 1 war, das halt Ding und so. Ihr könnt ruhig alle kommen. Dass man halt erst das Spiel ausspielt und nach Golden Weapons bekommt. Das ist halt minimal anders. Okay, so. Oh!
20er Jahre Humor. Egal. Melde mich zum Dienst, Sir. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass du dich meldest. So schnell. Es gab da ein kleines Problem. Der Dieb ist mit dem Experiment entkommen und ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Keine Sorge. Ich habe soeben eine ausschussreiche Informatierung erhalten. Informativung, Alter. Haben Sie Karten für diesen Quadranten der Galaxie? Aber sicher doch, mein Herr. Wir haben galaktische Karten, 3D-Karten, Faltkarten, Karten zum Ausschneiden und zu den Häusern der Stars. Bin weg. Jetzt habe ich meine Brieftasche vergessen. Könntet ihr euch darum kümmern? Abwehrsystem deaktiviert. Ey, ihr Wechselgeld! Schon unterwegs. Wunderschöner großer roter Knopf. Mitten an der Mauer, wo er halt hingehört, damit man ihn ja auch als kurzsichtiger Menschling sehen kann. Wir sind auf Planet Uzla. Oder Urzela. Who knows? Unser erster richtiger Planet hier. Ansicht der Karte. Nein, ich bin nicht so weltoffen, dass ich die Ansicht der Karte auch noch mit anhören will. Ich glaube, das ist der beste Witz, den ich jemals gemacht habe in meinem Let's Play. Oh mein Gott, ich kann nicht im Plural reden, weil ich hier Ratchet & Clank Guide ausgespielt habe. Ui. Okay. Das ist der neue Megacorp-Händler. Das ist neue Gadgetron, weil Gadgetron so versagt hat. Glaube ich. So war die Story irgendwie. Wir können die Blitzpistole holen, den komischen Wurfstern, Munition und Munition. Haben eh voll. Die holen wir uns nicht, auch wenn sie lustig ist. Und die, ich glaube, wir sparen uns gleich mal das Geld auf die hier, weil die ist ziemlich knorke. Wir dürfen gleich entscheiden hier. Wir haben hier schon mal... Ja, danke. Wir haben hier schon mal eine hübsche Ansicht, wo wir als hin können. Da müssen wir sowieso überall hin. Also ja. Der Weg ist egal, welchen wir nehmen. Wenn wir da gehen, glaube ich, kommen wir da oben raus. Nein. Wenn wir da gehen, kommen wir da oben raus. Und hier, glaube ich, geht es weiter mit Story. Glaube ich. Ich erinnere mich nicht. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Wir gehen jetzt sowieso beide Wege. Wir nehmen erst den rechten Weg, weil... ja. Guter Grund, oder? So. Ah! Das wäre logisch lustig gewesen, wäre das jetzt mein erster Tod gewesen. Zack. 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 In diesem Spiel haben sie jetzt das, wow. Haben sie das jetzt so gemacht, dass nicht mehr Schüsse Gegnern so richtig nachlaufen wie mit dem Blaster. Sondern, dass man jetzt so rennen kann. Was ich irgendwie verdammt schlau finde. Geld. Wir nehmen alles mit, was wir finden können und was nicht allzu lange braucht. Habe ich denn hier einen Schrein gehört? Oh. Ja. Hast du Probleme? Den habe ich noch nie gesehen. What? Ich habe kurz gehört, habe ich rumgedreht. Okay, schön. Dem wird es schon sicher gut gehen. Wow. Zack, 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 zack. Da. Das sind, wie ist nochmal da? Das Pokémon? Lapras? Sowas in der Art? Ach, keine Ahnung. Ah, Bein juckt. Ich verstehe nur nicht, warum wir nicht gleich mit Clank mit können. Also ich meine, Clank ist, glaube ich, gerade in seiner Luxusvilla und gönnt sich sein Leben ab. Und wir dürfen hier sofort schon Galaxie retten und sowas. Wenn der da Massage bekommt und weiß nicht, was alles. So, zack, zack, zack. Mir kommt mir so vor, halt, dass der erste und zweite Teil sehr anders ist vom dritten Teil. Wow. Also zumindest in manchen. In manchen Hinsichten ist es zumindest so. In anderen Hinsichten ist aber auch wieder... Ja. Wow. Ich hasse die kleinen Dinger. Wow. Ich habe vergessen, dass das den ganzen Raum killt. Egal. In manchen Hinsichten ist der erste und zweite Teil sehr anders vom dritten Teil. Ich glaube, im dritten gibt es einfach öfters einfach so Art Arena-Kämpfe. Ich glaube, das macht einiges aus. Der Stil kommt mir auch irgendwie viel, keine Ahnung, kindlicher wahrscheinlich vor. Kindlicher heißt... Ich kann es nicht beschreiben. Ich bin scheiße, ich bin schrecklich beim Beschreiben. Kommst du auch wie da?
Okay. Dann stirb halt einfach. Na gut. Wie kommen wir jetzt da? Oh. Na gut, okay. Okay. Der zweite und dritte Teil haben sehr verschiedene Musik. Also die sehr verschiedene. Sehr. Die Musik ist anders, Sarah. Ah! Nein! Ah! Nein! Ah! Ja, falls ihr euch gefragt habt, warum ich immer Pausen mache, nachdem ich sterbe, mit dem Reden, das liegt einfach daran, dass ich wieder. LOL! Wieder wenig Kraft sammeln muss. Bisschen Nerven. Wie cool ist das? Warte mal. Kann ich irgendwie ganz kurz Musik leiser machen und nur auf die Geräusche Ding und so? Achten, ist mir noch nie aufgefallen. Warte. Musik machen wir mal aus. Kann mir irgendwie was Besseres machen? Nö. Okay, ihr hört jetzt hier die Schritte. Das ist Stein. Das ist Schleim. LOL. Ist das cool? Das ist mir nie aufgefallen. Alter, wie viel Detail steckt denn dahinter, bitte? Mir ist es nie aufgefallen. Okay, ich glaube, circa so war es. Die Hälfte. Ja, wird schon passen. Na, ja, ist eine gute Methode, jetzt die Waffe wieder. Ich vergesse ständig, dass ich schief rennen kann. Zack, 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 zack. Das ist eine gute Strategie, um die Waffe hochzuleveln. Nehme ich an, wenn wir sterben. Das mit der Musik hat mich jetzt so rausgebracht. Ich habe keine Ahnung, was ich davor besprochen habe. Also Musik, das mit dem Sound. Ah ja, Ratchet & Clank 1, 2, anders als 3. 1, 2... Ach, keine Ahnung. Ich will nicht versuchen, Bullshit zu erzählen. Deswegen, glaube ich, lasse ich das lieber. Bevor ich dann irgendwelchen Schwachsinn erzähle, der nicht mal stimmt. Ich meine, 1, 2 und 3 wurden vom selben Kerl geschrieben. Also Musik. Wunderschöner Satz. 1, 2 und 3 wurden vom selben Kerl geschrieben. Die Geschichte von einem Schüler. Von einem Schüler. Egal. So. Diese Pflanze ist wunderschön. Pupp. Ja, das war perfekt gemeistert. Warte. Zack und zack. Okay, diesmal sterben wir nicht aus so dummen Gründen. So, wir landen perfekt. Können wir irgendwie die Waffe auch wegmachen und... Ich will nicht schlagen, ich habe Angst, dass ich geradeaus runter hüpf. Wohin kommen wir, wenn ich drauf bleibe? Achso, wir kommen hier hin. Wow, okay. Insel voller XP. Hahaha, lebendigen XP. Okay. Vielleicht ist hier ja ein Gold... Nope, ist nix. Oh, die Map sieht jetzt auch anders aus. Aber wunderschön, da hat irgendjemand mit Paint einfach so schwarz, also schwarz, so grünlich angemalt. Egal. Das stört uns mal... Ah! Nicht? Alter, irgendwo... Ich sterb bestimmt nochmal wegen dem Schwachsinn. Oh. Der führt uns wieder zum Anfang, nehme ich an. Na gut. Zack. Oh, ich achte jetzt die ganze Zeit auf die Schritte, weil ich denke, ja, ich möchte jetzt alles hören. Ach, keine Ahnung. Ich finde das so genial. Okay. Zack. Ah! Das war gar nicht buggy. Wohin führst du mich? Oh, ich erinnere mich an nix. wie ich in den letzten paar Folgen gesagt habe vom Ratchet & Clank 1 Let's Play. Wo ich 20 Mal wiederholt habe, wie ich keinen Plan im Leben habe. Egal. Es ist wirklich so. Ich habe diese ganzen Spiele schon so oft in meinem Leben gespielt, aber in so großen Abständen immer. Ich habe wieder keinen Plan von dem ganzen Scheiß hier. Okay. Wir hüpfen jetzt jedes Mal ab. Sofort, damit wir, glaube ich, zum Ziel kommen. Hoffe ich. Wow, mein Bein driftet mal ganz kurz in die andere Dimension. Au! Wichse. Ich glaube, der führt uns zurück. Ich will das, glaube ich, auch nicht testen. Ich bin mal... Ich wage es mal ganz kurz zu glauben.
Achso, das waren davor zwei. Ah! Ja. Ich muss das Drehen der Kamera schneller machen. Sorry, wenn ich das Ganze nicht davor gemacht habe. Ich bin das. Ich habe keine Ahnung. Schnell. Oh, viel besser. Okay, jetzt kann ich mich richtig drehen. Zack. Der Controller ist irgendwie manchmal einfach übertrieben empfindlich und dann plötzlich wieder, keine Ahnung, aus Stein gemacht. Zack, zack, zack. Im Flohmarkt, wo ich war in Innsbruck, da gab es auch sehr viele verschiedene Arten von Menschen. Man sieht es, glaube ich, schon ziemlich schnell an, was für eine Art Mensch die sind. Es gibt die, die keinen Plan haben von dem, was sie verkaufen und deswegen halt Sachen so richtig billig machen, so wie für mich die Wii, wo für 15 Euro plus 5 Spiele, ich meine, das ist ja ziemlich nice. Dann gibt es die Leute, die sich auskennen und das nur sehr minimal billiger machen, als der normale Preis ist. Da ist gleich eine Cutscene, deswegen vielleicht erzähle ich ganz kurz hier noch. Ich kann mich dabei irgendwie hinhocken. Warte. So. Wait. So. Egal. Und ja, der Unterschied, der Preisunterschied. Ich war bei einem Kerl, der sich auskannte mit halt Computerspielsachen. Der hatte zwei Läden. Nebeneinander. Eigentlich am Platz. Das war riesig. So fucking viele PS2-Spiele, 3 Spiele, ein paar PS4-Spiele. Es gab verdammt viele SNES-Spiele, NES-Spiele, Gameboy-Spiele, alles einfach. Und bei ihnen hat die Wii, glaube ich, die 80-90 gekostet. Was schrecklich teuer ist, dann logisch. Im Vergleich zumindest. Wie happy ist und dann so, hey, ich bin glücklich. Das Leben ist schön. Okay, egal, gehen wir weiter.